Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir hatten in der letzten Session, in der letzten Folge versucht, irgendwie mit den Stories hier ein paar Quests irgendwie weiterzumachen. Was irgendwie nichts wurde, weil einfach die Gegner zu stark sind. Einmal für die goldene Siegel, die Gegner sind zu stark, dann die sind alle einfach irgendwie zu stark für uns. Daher würde ich einfach mal den Weg Richtung Ark, den wir eingegangen sind, hier von Flussheim Richtung Ark, dort mal die Höhlen erkunden und die Dungeons und so weiter. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Erfahrungspunkte oder so. Ansonsten würde ich mal schauen, ob wir vielleicht dann doch erstmal mit der Hauptstory weitermachen, bis wir hier irgendwie weiter vorankommen und gucken, was wir eigentlich an Quests vielleicht übersehen haben. Apropos Quests: Blut und Staub, die Karawane finden, Besuch von Flussheim, die Herren der Verstoßenen, den im Gedicht beschriebenen Ort finden, findet Max Schönblutes, Arks letzte Wacht untersuchen, Wildmagier Bertolus den Schlitzer zur Strecke bringen. Das mit den Vogeleiern, dann können wir noch nicht machen, aber wir werden die noch finden. Spuren der Vergangenheit. Alt-Myskamur, Alt-Ashkaman und Alt-Dolesh, das werden wir auch noch finden. Ein bewegendes Bildnis. Bei Andrasta Tapferblues ist nach dem rechten Sehen. Das ist ein weiter Weg, Stufe 3. Jetzt beim tanzenden Nomaden suchen, das werden wir auch noch machen. Das ist die Hauptquest, ja. Wellen zähmen. Wellen zähmen. Optional den Myraden für ihren Flug ins hintere Herzland benutzen. Konstantin sagte, eine junge Magierin namens La. Achso, das ist auch zur Hauptquest. Okay. Das trostlose Feld bei Heszelt-Schlüssel auch Stufe 3. So, der Schlüssel aus Jirischer Tulle öffnet. Geheimnisse. Machen wir noch. Das gehört auch zur Hauptquest, glaube ich. Der Schlachter von A. Schlechter von A. Auf meinen Reisen hatte ich ein Band des sogenannten Schlechters von A. Dabei handelt es sich um die Autobiografie des Serienmörders Jael Gerberson. Ich sollte meine Augen nach den restlichen Bänden offen halten. Irgendwie bisher. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Ja, ich gehe doch schon. Irgendwie habe ich so das Gefühl, die ganzen Quests, die wir jetzt gerade haben, die führen uns. Wer seid ihr? Eher weiter ihr raus. Ihr gehört hier nicht her. Warte mal, von hier kommen wir ja durch, ja? Nach unten. Über die Kaserne. Vielleicht gibt es hier noch ein paar Quests oder so. Schreitet wohl. Madame? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Von tollwütig gewordenen Tieren, Horden auferstandener Gruften und dieser grassierenden Geisteskrankheit mal abgesehen? Nein, seid einfach vorsichtig. Okay, nichts Neues. Mal gucken, vielleicht haben wir hier noch irgendwo vielleicht Leute, die vielleicht eine Quest haben oder so, Tür öffnen. Ich sehe hier einfach viel zu wenig. Irgendwie so, wie das hier aussieht, so wie die Entwickler Shue Ai das Spiel hier gemacht haben. Ich hab Bock, selber jetzt ein eigenes Spiel zu entwickeln. Ich bin ja aktuell dabei, hier die Elder Scrolls Saga zu einer Serie umzuwandeln. Eigentlich sollte es ursprünglich nur ein paar Filme werden. Jetzt wird das doch zu einer Serie. Bin ja gerade dabei.
Aber sobald das fertig ist, dieses Projekt mit der Serie, gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Neues? Wo seid ihr die letzten Monde gewesen? Auch nichts Neues. Die ganze Stadt spricht doch nur noch von diesem verrückt gewordenen Magister. Aber sobald das eine, ich sag jetzt einfach mal trotzdem Filmprojekt, fertig ist, fange ich an, auch ein eigenes Spiel zu entwickeln und ich hoffe wirklich, dass ich das auch hinkriege. Ich weiß jetzt nur nicht, Wachtmeister Rufus. Hallo? Hallo? Über welche Engine ich das machen werde. Ob ich das auch auf der Engine von Skyrim hier machen würde oder ob ich es über Unreal Engine mache, über Unity, das weiß ich noch nicht. Leeres Pergament. Wow. Autsch. Du hast mich getroffen. Grüße. Jo, übertreib nicht. Aber die hat mir jetzt keinen Schaden gemacht, oder? Nee. Hat dich jemand gefragt eigentlich auch? Nach deiner Meinung? Ich weiß, der war jetzt gemein, aber... Hat ja gepasst. Finde ich. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Wo geht's jetzt raus? Jetzt ehrlich, wo geht's hier raus? Ach so. Festungsküche. Wem es hier nicht passt, soll doch nach Talgard gehen. Wer soll nach Talgard gehen? Malfas segne euch. Malfas segne auch euch. Herzland. Im Jahr 8223 der Sternfall veranlasste der Orden, dass ein Enderer... Ralathas Scherer. Das steht da überall. Was heißt das? Ralathas Scherer. Malfas zum Gruß. Ich habe so das Gefühl, dass Ralathas Scherer heißt so etwas ähnliches wie Valar Morghulis aus Game of Thrones. Irgendwie, ich habe Bock, denen mich anzuschließen oder so. Okay, ich bin jetzt... Ich bin jetzt hier unten. Ah, okay. Dann gehen wir mal hier rum. Ah, von da kam ich raus. Okay. Gut zu wissen, dass ich von da raus kam. Jetzt stelle ich mir aber nur die Frage, die Waffe, die wir hier haben, das ist jetzt nur ein Dolch, ja? Aber der macht 18 Schaden, der Dolch. Und ich will ja gerne irgendwie noch bessere Waffen irgendwie haben oder sowas. Also ich hätte nicht gedacht, derzeit noch andere auf den Straßen zu treffen. Apropos, wie viel tragen wir bei uns? Wir müssen vielleicht doch mal irgendwie los, handeln. Unser Inventar mal leeren, würde ich sagen. Bevor ich zu den nächsten Dungeons gehe und so weiter. Aber wir brauchen dringend bessere Rüstung, bessere Waffen. Wir brauchen besseres alles.
So, hier, Fremdenviertel. Handwerkspunkte könnt ihr dazu einsetzen, Fertigkeiten zu steigern. So, ihn finden wir erstmal nicht wieder. Was ich schade finde. Brot will ich jetzt nicht kaufen. Holde Verehrer des genussprägenden Geschmacks. Jauchzt vor Wonne, wenn sich eure Zähne in einem Goldkranz leiten. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Ich mag die Verrückte da mit dem Brot. Wenn ihr euch, während ihr die linke Maus drückt im Kampf bewegt, führt ihr einen kraftvollen Angriff. Hört meine Worte, ehrenwerte Bewohner. Madame. Warte mal, erstmal gucken, haben wir etwas, was wir hier entzaubern können. Datteln, Äpfel, ja. Und das hier auch. Nur das Beste aus endraleischem Boden. Frischer Fisch. Wissen Sie durch nach magischen Geheimnissen? Ja, ich habe Bücher, Schriftrollen, Schränke. Alles für den Freund der wegestreuen Magie. Malfas zum Gruß. So, zeig mir euer Angebot. Die hat wenigstens wieder Geld. Sie hat 16 Ambrosia. Stab der Erdung kann weg. So, das kann weg, das kann weg. Ich glaube, die können auch langsam wieder weg. Das kann weg. Schädel behalten wir. Schreitet wohl. So, sichere Truhe. So, das möchte ich ablegen. Bauplan Fackel, das. So, Köpfe. Hier haben wir Bücher auf jeden Fall. Packen wir mal alle einfach rein. Glimmerstaub brauchen wir nicht. Hier haben wir sehr viel. Das müssen wir auch irgendwo schaffen zu verkaufen. Hier, er nimmt das doch an, oder? Gold für Silber her. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Ja, ich möchte dir was andrehen hier. Wie viel Geld hat er noch? 700. So, dann weg damit. So, dann hier die Dinger. Für die würde ich behalten, die feine Kleidung. Die sieht schick aus. So, Feinstaub. Der gibt 33. Ja, dann weg mit dem Feinstahlschild. So, habe ich sonst noch was, was ich nicht brauche? So, Traglast 150 von 404. Reitet wohl. Okay, dann eben noch mal kurz die feine Kleidung einlagern. Die ist richtig schick, finde ich. So. Ist frisches Obst. So, dann können wir jetzt eigentlich gehen. So jubelt, oh Bürger und Bürgerinnen. Jubelt und danket dem Herrn! Jetzt sind wir aus Versehen ins Kasernenviertel gegangen, verdammt. Große Macht steckt in den Erinnerungen, die auf die ihr. So, nochmal kurz zurück. Beim Schleichen symbolisiert das Auge den Grad eurer Verborgenheit. Ist es geschlossen, seid ihr verborgen. So, durchs Fremdenviertel wollte ich.
viel Gold haben wir eigentlich jetzt mittlerweile? 2.500 wieder so. Wir müssen auch mal kurz zur Bank gehen und wieder einzahlen. Ich mag das mit der Bank hier, dass es immer Zinsen gibt und so. Damit hat man irgendwie wirklich ein passives Einkommen. Und ich glaube, hier mit der Bank, das ist besser das passive Einkommen, als die meisten Leute auf Social Media hier einen andrehen wollen. Beeindruckende Waffe, die ihr da habt. Ich hoffe doch sehr, dass ihr sie nur für wegestreue Zwecke einsetzt. Das überlege ich mir noch mit den Wegestreu. Aber dann gehen wir mal hier entlang. Da gab es ja noch ein bisschen was wir ausbeuten wollten und zum Skillen nutzen. Jetzt nur die Frage, da waren wir ja schon, da hatten wir ja die Helene erledigt. Das hatten wir glaube ich auch schon. Da vorne schon wieder eine Höhle. Und da hinten noch eine Burg oder ein Turm oder sowas. Und eine Mine gibt es da hinten auch. Okay, da hinten gibt es noch sehr viel, was wir machen können. Gleich 4 schwarze Flecke auf der Map. Wo ist denn der Bär? Hier! So, den haben wir erledigt. Und da ist ein kleines Lager. Ein Hase. Fasan. Wir haben schon 40 Dietrich übrigens. Sehe ich gerade. Ja. Ja, nehmen wir alles mit. So, jetzt muss ich aber auch was futtern. Hier. Die Suppe. Das Krustenbrot wiegt am meisten, glaube ich, oder? Nee, Wasser. Nee, hier Wildfleisch. Wildfleisch, das wiegt viel. Und die Käseräder. Da sind die Wölfe. Und noch eine Eiskappe. So, hungrigen Wolf. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Der hat nichts. So, die Eispranke. Wieso sagt man Eiskappe? Liegt hier irgendwo ein Toter? Was? Die Magdisziplin Mentalismus. Nehmen wir mit. Nein, ich wollte das hier öffnen.
So, wo haben wir die Holzschüssel? Die kann dafür da rein. Ausdauerflusstrank. Gibt es sonst noch irgendwie ein kleines Geheimnis oder sowas? Groschen, kleine Amphore, Laterne. Die Ratten sind halt beide leer. Sonst gibt es hier nichts, ne? Wir befinden uns jetzt halt hier um den Fluss herum. Aber könnte zur Klippenwacht hingehen. Ein Radenturm hinter das Herzland. Grenze des Herzlandes. Hier müssten wir hin. Okay. Also nach Norden. Da sind die Wölfe. Und da ist jemand tot. So, ihr seht schon, wir sind wieder aufgestiegen. So, investieren wir nochmal in Lebensenergie. Ey, hier geblieben. Wolfsfell. Der ist leer. Der ist leer. Der aber nicht. Wolfsklauen. Toter Schürfer. Das nehmen wir mit. Das, das. Nehmen wir alles mal mit. Was ist mit ihm passiert? Wahrscheinlich einfach nur von Wölfen gefressen, ne? So, einen Moment, einmal gucken. Wir haben wieder einen Änderungspunkt. Und 33 Lehren sowie Handwerkspunkte. Stufe 14 sind wir schon mittlerweile. So, kyranische Kampfhaltung. Wirbelklingen, was haben wir hier? Sprintstoß. Haben wir schon freigeschaltet. Was macht das? Ruhige Hand. Liegt eure Ausdauer über 40%, ist eure Wahrscheinlichkeit, einen kritischen Treffer zu landen, um 8% erhöht. Machen wir mal, weil ich will ja hier nach oben. Brutaler Schlag. Klingentanz. Stufe 1 verursacht 35 Punkte zusätzlichen Schaden. Verursacht 55 Punkte zusätzlichen Schaden. Und 75 Punkte. Punkte zusätzlichen Schaden. Wenn ihr innerhalb von 10 Sekunden nach Wirkung des Talents 5 Treffer landet, verursacht der letzte Treffer massiven Schaden und wirft euren Gegner zurück. Doppelwirbel, Klingentanz, brutaler Schlag, Betäubungshieb. Klingt interessant auf jeden Fall. In schwerer Rüstung bewegt ihr euch langsamer, vor allem wenn ihr darin ungeübt seid. Schwere Rüstung müssen wir auch mal machen. Senkt eure Waffe um einen bereits eingespannten Ver- Ja, okay. Kann ich jetzt nicht mehr zu Ende lesen. So, wo genau befinden wir uns jetzt? Die hat mich so oder so früher oder später angegriffen. So, gucken wir uns mal das da an. Genau, hier, hier, da waren wir schon, stimmt. Gehen wir es trotzdem nochmal hier hin. Weil ich hier wieder Wölfe höre.
wo sind die Hübschen? Da sind sie. Hier sind nur hungrige Wölfe. Der ist leer. Wo ist der andere? Wolfsklauen. Und hier haben wir direkt eine Höhle. Und was haben wir denn da? Eisenerz. Ernsthaft? Tollwütiger Fuchs. Okay, tollwütige Füchse greifen einen an. Warte mal, lag da jemand? Ich dachte schon. Reisende. Hallo. Abenteuer. Ja, habt ihr irgendwas Nützliches? Kommt drauf an, wie wagemutig ihr seid. So ein alter Kauz im Roten Ochsen hat mir mal erzählt, dass es angeblich einen Brunnen im alten Nordwinddorf gibt, der spricht. Wegelose Magie angeblich. Ich hab keine Lust, als Wolfsfutter zu enden und konnte deshalb noch nicht nachsehen, ob was dran ist. Aber vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Ja, ich bin gerne Wolfsfutter. Vielleicht. Was braucht ihr denn? Ja, gucken, was du erstmal hast. Wegestreuen Pfeile. Okay, Ambrosia, gucken wir. Die hat 3700 Gold. Okay, Zauberbuch, Elixier, Rang 1, Equilibrium. Warte mal. Fang ich mal an zu verkaufen. Das hier kann weg. Das. Die beiden. Das. Und das hier. Dann das. Und das. Ah ja, und das. Eterna Ohren, okay. So, die brauchen wir nicht. Den behalten wir erstmal. Ja, haben wir zumindest ein bisschen Platz wieder im Inventar. Ich hatte gehofft gehabt, dass die mehr annimmt. Hier ist die Höhle irgendwo. Blumenzuflucht entdeckt, aber wo? Ah, hier. Da ist sie. Gehen wir rein. Ja, ich sehe gar nichts. Elende Schlampe, das wirst du bereuen. Wen nennst du hier Schlampe? So, jetzt will ich was sehen. So, das nehmen wir mit. Die Fackeln nehmen wir mit. Das. Das Buch nehmen wir mit. So, Sack ist leer. Grünen Apfel nehmen wir mit. Krustenbrot nehmen wir mit. Genesungstrank nehmen wir mit. Kohl nehmen wir mit. Wir müssen mal schauen, dass wir öfters mal kochen. Nehmen wir das mit. Die Einzelteile lassen wir. Sind doch nicht so lukrativ. Schrank. Die Groschen nehmen wir mit.
Oh, gebratener Lachs. Dann Stahlhelm. Roll der Arkanrune einfach. Kleiner Seelenstein, ist gefüllt. So, Straßendieb. Nehmen wir alles mit. Da nehmen wir gerne alles mit. So, mehr ist hier jetzt glaube ich auch nicht, oder? Kann das sein? Nur halt der Weg hier. Groschenbeutel, nice. Die Dinger kann ich nicht looten, plündern. Hier geht's nicht weiter, aber da bestimmt. Hallo, ist da jemand? Ich bin gekommen, um euch nur ein bisschen zu töten, ja? Okay, hier sind Flusskrabben. Natürlich, Krabben sind da. Okay, ich glaube, mehr ist hier nicht. Nach Herzland. Wo genau bin ich hier jetzt rausgekommen? Unten an der... Okay. Aber mehr Leute sind hier jetzt auch nicht, oder? Nee. Da sind Fische drin. Warte mal, die Insel, die kenne ich doch, ne? Die kenne ich doch noch. Genau, Brief lesen. Idiot. Genau, das war die Insel. Aber mehr war hier, glaube ich, auch nichts. Komm, wir gehen hier mal Richtung Norden, den Weg entlang. Ich hätte nicht gedacht, derzeit noch andere auf den Straßen zu treffen. Vor allem, da sind zwei Symbole, die für mich sehr interessant sind. Drei Symbole jetzt, die ich besuchen will. Und ist mir irgendwie wichtig, die jetzt noch eins? Okay. Also da ist noch so ein Zwei-Hämmer-Symbol. Warte mal, den Turm. Hatten wir den schon erkundet? Besucht? Also der ist ja weiß, aber hatten wir den schon... Also besucht ja, aber erkundet? Klippenwacht? Hier ist auf jeden Fall Knoblauch, das wir vergessen haben. Also haben wir es nicht erkundet. Okay, und Rindfleisch. Wir haben hier einfach Essen liegen gelassen. Wir brauchen aber mehr Salz. Lauch ist leer. Guten Morgen, der Herr. Unterstadt Arkornhof.
Ja. Sorry, jetzt habe ich kam ich nicht mehr dazu, stumm zu schalten. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Es tut mir echt leid. So, Myranturm ist glaube ich da oben, ne? Da haben wir so ein Stollensymbol. Alter, was sind hier alles denn für Symbole jetzt gerade, die hier auftauchen? Und ich hoffe, hier ist halt alles machbar für uns. Hier sind ja sehr viele Höhlen, Türme, was auch immer. Sehr viel alles. Hä? Zu dem Myradentum kommen wir nicht, oder wie jetzt? Hier scheint aber etwas zu sein, was wichtig ist. Und hier sind Wölfe. So, der ist leer. Der ist leer. Hier haben wir einen Weg. Alt, Raschengrad. Alt, Raschengrad haben wir gefunden, okay. Kommen wir hier auch einfach rein? Da ist so eine Höhle, ein Höhleneingang. So, Blitzheilung, Rang 1. Ich habe so ein Gefühl, dass das für hier notwendig, Blitzheilung. So, was ist damit? Benötigt einen Schlüssel. Okay, also wir müssen durch die Höhle. Da ist ein Grizzlybär oder Braunbär. So, Altraschengrad. Jetzt bin ich neugierig. So, Fackeln haben wir 22. Mit Rascher sprechen, wenn die Kämpfe bereit sind. So, alter Stoff. Zauberbuch Traumfresser. Ich glaube, hier finden wir einen Wildmagier. Komm, wir essen mal so ein Krustenbrot. Oder einen gebratenen Lachs. Nee, Krustenbrot würde ich ja sagen. Die sind. Wo haben wir die? Wo haben wir das Brot? Ach, hier. Machen wir das mal. Hier sind noch mehr Bücher und Schwerter. Und noch ein Totenkopf. Gleißender Funke. Stahlschwert. Eisenpfeil. Totenfunke. Leere Weinflasche. Zerflattert das Buch. Zerstört das Buch. Weg da!
In Alt, Raschengrad Lashiri treffen? Beim Arsch des Propheten. Eine Sekunde später und ihr hättet eure Einzelteile vom Boden aufsammeln können. Wer seid ihr? Und was zum Henker habt ihr hier zu suchen? Was war denn das eben? Und wo kommt die plötzlich her? Sagen wir es so. Ich weiß mich zu verstecken, wenn ich nicht gesehen werden will. Wenn ihr diese Explosion meint. Und ich denke, davon sprecht ihr. Das waren kyranische Staubkristalle, wie man sie so schön nennt. Kommt ihnen zu nah und wartet einen Augenblick zu lange. Und euer Arsch fliegt euch mit einer Wucht um die Ohren, die jede Kanone neidisch machen würde. Aber zurück zur Frage. Was wollt ihr hier? Ich wurde von einem Magier namens Konstantin geschickt. Seid ihr Lashiri? Lashiri? Oh Mann. Der Gute hat's einfach nicht mit Namen. Wirklich nicht. Ich heiße Lishari. Aber gut, das beweist mir schon einmal, dass ihr nicht lügt. Trotzdem, ich hoffe nicht, dass ihr die Verstärkung seid, die ich angefordert habe. Ein paar Mann mehr hatte ich mir dann doch erhofft. Nein, Konstantin meinte, ihr könntet eine Art Ritual an mir vollziehen, um die Magie in mir zu bändigen. Hat er das? Ach. Tatsache. Ihr habt Magie in euch. Oh, und was für welche. Nicht schlecht. Sowas habe ich noch nie gespürt. Na schön. Wenn Konstantin darauf besteht, werde ich das Ritual an euch vollführen. Aber beim besten Willen nicht jetzt. Ich stecke nämlich bis zum Hals in der Scheiße, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt. Wie sieht's aus? Wollt ihr die kurze oder die ausführliche Fassung hören? Die ausführliche Fassung. Gut. Ihr wisst ja von Konstantin sicher, dass wir, ich, mein Assistent, zwei Arkanisten und vier Ordenshüter hier sind, um nach etwas zu suchen. Was wir in den letzten Wochen auch brav getan haben. Tja, und als ich vor gut 2 Stunden kurz hoch bin, um etwas zu holen, höre ich plötzlich Stahlgeklirre von unten. Und sehe gerade noch, wie 2 Gestalten mit roten Roben in der Ruine verschwinden. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wer sie sind. Aber für mich sehen sie nach Söldnern aus. Und irgendwie haben sie einen versteckten Eingang gefunden. Fakt ist jedenfalls, dass meine hochgeschätzten andraläischen Kollegen, mein Assistent und unsere gesamten Forschungsergebnisse noch da unten sind. Und ich will sie wiederhaben. Und bevor ihr fragt, ihr könnt mir helfen. Denn wenn ihr wollt, dass ich eure Magie bändige, muss ich zumindest sicherstellen, dass wir retten, was noch zu retten ist. Allein wäre das zu unsicher gewesen. Aber zu zweit könnten wir es schaffen. Vorausgesetzt, ihr könnt euch verteidigen. Also, seid ihr bereit? Woran habt ihr denn überhaupt geforscht? An einigem. Unter anderem daran, warum manche Leute kein Gefühl haben, wann Zeit für Fragestunde ist und wann nicht. Im Ernst. Sobald hier aufgeräumt ist, können wir gern wer bist du und was machst du hier spielen. Aber jetzt ist ein verflucht nochmal ungünstiger Zeitpunkt dafür. Von wie vielen Söldnern sprechen wir denn genau? Keine Ahnung. Aber mehr als ein Dutzend werden es vermutlich nicht sein. Plus sie erwarten keinen Widerstand. Das ist unser Vorteil. Okay, ich bin bereit. Na dann kommt mit. Und haltet euch bereit. Ich bin mir ziemlich sicher, gerade eben Stimmen gehört zu haben. So, nochmal Fackel und Schwert. Ist sie jetzt meine Begleitperson? Ne, sie läuft vor. Die Fackel nehme ich mit. Allesamt, dann ist hier schön dunkel. Und ich habe endlos Licht. Für mich selber. Scheiße, du hattest recht. Auf sie! Armer Kerl. Leichte Stadtwachenrüstung. Schild der Stadtwache. Ich nehme Stahlschwert der Stadtwache. Ich nehme das alles mal mit. Nehme ich auch mal mit. Wir. Moment. Was ist das? Okay.
Ein Arsch des Propheten, das... Das glaube ich jetzt einfach nicht. Was? Was ist das? Ihre Befehle. Mein Assistent Seth. Scheint, als habe er die Schweine reingelassen. Mein Beileid. Spart euch das für ihn auf, wenn ich ihm diesen Stab hier in den Hintern ramme und einen Blitzschlag abfeuere. Das möchte ich sehen. Bitte, ich möchte das sehen. War hier nicht noch ein, zwei Leute? Da. So, die Groschen nehme ich mit. Was ist das? Ausgrabungsnotiz. Magistra Jaela, ich verstehe eure Skepsis, aber wir sind auf der richtigen Spur. Diese Skarab-Magierin, und nein, da will ich nicht ihre zweifelshafte Weltanschauung relativieren, hat eindeutig Zusammenhänge zwischen diesen Steinen der Dilga und den Theorien des Großmeisters gefunden. Wenn sie recht behält, könnten sie unsere einzige Chance auf so etwas wie magischen Schutz sein. In diesem Sinne, Großmeister Arantheal weiß, was er tut. So ungern ich das zugebe, diese Magier seines Sohnes sind bisher eine echte Hilfe. Marak. Gibt's hier noch mehr? Hier, Truhe. Diebestunika? Gibt's hier noch mehr? Nur zerstörte Bücher. Du bist im Weg. Scheiße, riecht ihr das? Qualm. Diese Bastarde versuchen doch tatsächlich unsere Forschungen abzufackeln. Wir müssen was tun. Bei der Magie, die ihr in euch tragt, nehme ich an, ihr könnt den ein oder anderen Zauber wirken. Korrekt? Hier, nehmt das. Damit sollten sich die meisten Feuer löschen lassen. Wenn meine Vermutung nämlich stimmt, versuchen die Söldner, die Steinfragmente zu zerstören. Und das müssen wir verhindern. Geht runter und versucht, so viele von den Steinen zu retten, wie ihr könnt. Am besten ihr geht in den unteren Teil der Ruine und ich in den oberen. Und wir treffen uns dann wieder hier, wenn alles erledigt ist. Ach, und noch was. Falls mein Assistent Seth da unten sein sollte, seht zu, dass ihr ihn irgendwie außer Gefecht setzt und zu mir bringt. Ich will mich selbst um ihn kümmern. Jetzt los. Vergeuden wir keine Zeit mehr. Ja, ich möchte das unbedingt mit dem Stab sehen. Aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.